So, jetzt sind wir wieder live, beziehungsweise YouTube als Aufnahme. Willkommen zurück in Kornau. Mal kurz noch die BGA füttern hier. Wir haben die Nacht nämlich jetzt hier durchlaufen lassen. Genau. Und dann gucken wir nämlich einmal, wie das nämlich aussieht hier. Müsste eigentlich komplett, ups, müsste eigentlich komplett reinpassen, die Sache. Ah ja. Hat uns jetzt heute Nacht, glaube ich, 30.000 gebracht, was da drin war. Beziehungsweise an Strom geliefert hat, die BGA. Ja. Lassen wir den einfach mal hier stehen. Irgendwann wird er dann hier auch fertig sein mit Leeren. Jetzt hat er mal hier drüben irgendwo. Wo haben wir es denn? Hier genau, den da. Die Frage ist jetzt: Haben wir keinen Laufen gehabt? Naja, gut. Dann lassen wir das so. Das Einzige, was mit dem Multifrucht, ihr seht ja hier die hier hinten die Multifrucht-Sachen. Die einzige Sache, was noch nicht funktioniert, ist, dass es Missions- bzw. Aufträge mit Multifrüchte gibt. Beziehungsweise Multifrüchte, beziehungsweise die Felder wieder frisch angesät werden. Das funktioniert komischerweise noch nicht. Die ganzen Felder sind jetzt Brachland hier. Da muss ich mir schleunigst was überlegen, warum das nicht funktioniert. Vielleicht hat da jemand eine Idee, warum das hier nicht funktioniert. Denn ich habe momentan keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Aber ja. Wir schauen mal bei Gelegenheit. Gut, der kippt da noch rein, gemütlich vor sich hin. Hier haben wir jetzt übrigens die erste Mal Multifrucht eingesät. Hier wächst schon fleißig der Dinkel und gibt uns hoffentlich einiges an Geld. Wir sind ja hier noch nicht nur am frühen Morgen hier. Voll auf die BGA. So soll das eigentlich auch nicht sein, aber ja. Gleich was gucken. Ja.
Bündchen was schauen hier, ob hier noch was passt oder nicht mehr passt. Okay, das passt auch. Okay, gut, das passt auch. Sehr schön. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal hier weiter. Gut. So, wo sind wir denn jetzt hier? Also weit fällt euch eigentlich nicht vor, ne? So, das ist das jetzt, das müssen wir mal schön schauen. Hier sieht es noch gut aus. Hier müssen wir mal wieder was tun. Das ist nämlich ja ein Auftrag, wo ich hier angenommen habe. Okay. Der scheint voll zu sein. Gleich voll. Wo ist er denn? Da hinten? Ich hoffe jetzt nur, dass wieder richtig rumsteht, der Gute. Ja, passt. Dann drehen wir lieber rum, weil sonst haben wir wieder das Problem, dass er wieder dran vorbeifährt. Mal kurz gucken, ob wir das hinschleppen müssen übrigens. Das weiß ich nämlich auch nicht so 100%. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was auf den... Genau. Okay, ein bisschen was mit dem schon draufpassen. Komm. Ja. Ich glaube, das war zur Mühle, wenn ich das richtig noch weiß. Wir gucken vorsichtshalber nochmal. Wir haben hier Gruppern das Ding und wir haben Ernten das Ding und die müsste Winkler Getreidemühle, die ist da unten hier, glaube ich, gell? Ja, genau. Aber die war das eh nicht. Genau, die hatten wir letztes Mal hingebracht und mussten dann feststellen, die hat ja noch zu. Ne? So wie zum Thema Öffnungszeiten hier. Oh. Die sind echt mutig, die Fahrer hier manchmal.
Ich sehe schon, wenn wir auf dem anderen wieder draufhängen. Ich hoffe, das Bild einigermaßen passt. Die hat mit Sicherheit jetzt nicht offen. Wir haben jetzt 7 Uhr. Oder? Ha, die hat tatsächlich offen. Ich glaub's ja nicht. Stellt sich nämlich gerade hier auch die Frage, wo geht's denn eigentlich hier hin? Da war ich auch noch nicht hier hinten. Mal gucken, ich denke mal. Ah, okay, hier kommen wir wahrscheinlich noch zur Hauptstraße runter. Wir gehen einmal ein Stückchen weiter. Aha, okay, kommen wir zu einer Hütte hoch hier. Und hier ist Ende Gelände. Ja, okay, gut. Ja, gut. Du hast noch Material. Du darfst auch noch. Du hast wieder. Ja, dann brauchst du ziemlich schnell den Platz hier. Gucken, ob das so funktioniert. Nee, funktioniert nicht. Wie waren da noch mit die. Ach, okay, mit O, ja, Logo. Mal kurz das Gerät tauschen, machen wir hier mal I, dann kann man vorne auch noch abladen. Das dauert jetzt ein bisschen. Kann ich abhinken? Wenn der abkippt, kann ich nicht abhängen. Okay, gut, auch recht. Man hätte wahrscheinlich auch normal abkippen können, ne? Würde ich mal vermuten. Ja. 91%. Jetzt fahren wir denn da vorne irgendwo hin, dass wir hier irgendwie Platz haben. Aber ich habe die Vermutung, das wird nicht so funktionieren, wie ich mir das gerade so vorstelle. Gehen wir mal den da hinfahren. So, jetzt geht's nämlich. Schon Gewicht da hat er jetzt, obwohl es jetzt nicht mehr ganz voll ist, sehe ich gerade. Hat ja eine Anhängkupplung. Ne, aber der hat gleich ein defektes. Ja. Wir machen es jetzt anders, bevor wir uns hier noch länger abmühen hier. Warum einfach, wenn es kompliziert geht, gell? Ja, genau, auf den nächsten Baum drauf. So.
wird wahrscheinlich über 35% abgeliefertes Material kommen dann. Gucken wir mal geschwind, ob der eine Anhängkupplung hat. Man sieht jetzt halt gerade nichts, klar. Ich glaube, er hat keine, oder? Doch, er hat da hinten eine, aber ob die funktioniert mit dem Anhänger, wir müssen mal gucken. Ich bezweifle es, aber... Da hatten wir das nicht schon mal? Die jetzt funktioniert das mit Sicherheit nicht mehr. Das sah zumindest gerade aus wie eine Anhängkupplung. Wir gucken mal. Andersrum, die andere dürfte ja keine haben. Ne. Was ist das dann hier? Die Dora. Hm. Jetzt Moment mal kurz. Hab jetzt gemacht? Wir haben ihn doch nicht mal weggeschmissen. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich das nächste Auto. Bei meinem Glück hier. Das war doch eine Anhängkupplung. Aber wahrscheinlich aufgrund dessen, dass er gekippbar ist. Hallo. Ja. Alles klar, junger Mann. Geht's noch? Immer diese Rowdies. Ja gut, dann schicke ich jetzt halt einen anderen dahin und der soll so den Kern holen. Also wirklich. Völlig nervig. Ich denke, ich eine Straße, da kann man hier runterfahren. Hier kommt wieder raus. Und die andere, boah, wo die runterkommt, weiß keiner wahrscheinlich. Sieht auch wieder dreckig aus, bis zum geht nicht mehr. Könnte auch mal zum Putzen mal wieder. Die ist jetzt voll. Na, sieht so aus. Ich jetzt auch wegfahren, dass ich da hinkomme. Nee, das hat er ja nicht nötig. Nee, gar nicht. So, dann haben wir den mal hier stehen. Komm her. So. Kann ich den da vorspannen? Geht fast nicht, oder? Muss ich den? Nehme ich mal den da. Das
So, du fährst jetzt zur Mühle und holst den anderen Anhänger. Wie war es jetzt nochmal? So, genau. Ha! Ich weiß noch die Tastaturkombination auswendig. Ich war jetzt schon länger nicht mehr online. Zeitmäßig, ich krieg's einfach nicht gebacken, zeitmäßig, von dem her. Ja, und dann wäre es bloß wieder irgendwie. Heute ist aber bloß relativ kurz. Gut, bei dem Wetter, ich meine. Ich glaube, ich habe hier im Büro, glaube ich, ja, kurz vor 30 Grad stehen, glaube ich, also. Da macht das nicht wirklich viel Spaß. Aber ich glaube, das brauche ich keinem erzählen. Ich glaube, das wisst ihr alle. So, du bist jetzt leer, ne? Wie gesagt, es werden schon noch ein paar Veränderungen kommen, aber ich versuche jetzt gerade auch offline ein bisschen vorwärts zu kommen. Hier, wenn ich immer wieder ein bisschen Zeit habe, dass wir endlich auch einen Kuhstall nochmal unten, ob jetzt hier unten loslegen können und die Kuhstall auch hier auffüllen können. Wir brauchen nämlich Mist. Apropos Mist, fällt mir gerade was ein. Moment mal kurz. Ich habe jetzt ja eine Nacht vorgespult. Hehe. Okay. Komm. Wir gehen mal zu den Kühen. So. Geh mal Kühe erschrecken. Denkt sich wahrscheinlich jetzt auch gerade, wie das kommt, der Depp wieder mit dem Traktor hier. Doppelt an Kühen wäre jetzt halt anstatt 1900 halt 4000 Liter Misch drin wahrscheinlich pro Nacht. So, das müsste jetzt in die Düngerproduktion, weil ohne Düngerproduktion kriegt man auch keine Samenproduktion oder Saatgutproduktion, um genau zu sein. Die hängen ja irgendwie hier beide zusammen. So, mein Gutster. Ah, das nehmen wir jetzt nicht. Der Rest hat er genommen, aber war doch zu weit weg. Ist ja kein Problem. Wir sammeln einfach mal kurz nochmal auf. So, wie sieht es hier mit der Gülle aus? Gülle passt noch, da haben wir auch genug drin. Haben wir auch schon wieder Dünger fertig. Ein bisschen was, ja, unten haben wir was fertig, jetzt gerade. Genau, 5, okay, das brauchen wir nicht rausholen. Hä? Alles so wenig. Tatsächlich, wie sieht es hier drüben aus? Getreide ist noch drin. Ja, Saatgut wäre ein bisschen was drin. Noch brauchen wir keins, aber... Silase muss halt jeden Tag laufen. Ne? Tag und Nacht am besten. Und da der Trichter bloß 10.000 Liter verdreckt, wobei man den ja auch noch hochschrauben könnte, wenn man das möchte, aber irgendwie fände ich das schon wieder ein bisschen an. Ne? Man soll ruhig was arbeiten können hier. Ich habe jetzt hier schon eine relativ große Schaufel mit 6.000 Liter. Das ist ja wahrscheinlich auch schon völlig übertrieben hier. Naja. Okay. Für die YouTube-Zuschauer, die Folge wäre wieder mal wieder zu Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder auf der Kornau. Bis dann. Ciao.